Wie bist du zum Cast gekommen? Warum hast du Barbara Hug spielen? Also ehrlich gesagt, also es ist 3 Wochen schon, es ist wahnsinnig spannend. Und im ersten Versuch habe ich aber mich so abgesagt, weil ich aus diversen Gründen nicht kommen konnte. Und dann haben sie es halt so später nochmal angefragt, also es ist noch nicht besetzt. Und dann ist es ganz normal über das Cast gelaufen. Und wie viel hast du vorher gewusst von der Barbara Hug? Warum gar nicht? Okay. Also, sie ist wirklich so mit dem Dreibuch ins Leben gekommen. Und wie hast du dich darauf vorbereitet, gerade auf ihre Gebrechen? Ja, ehrlich gesagt, es hat ganz viel mit Imagination und Fantasie zu tun, weil ich natürlich ihr Krankheitsbild kenne und weiss, was sie hatte. Aber es gibt kein Bildmaterial, wo man sie beobachten kann. Also, es gibt so einen mini kurzen Ausschnitt, wo ich sie mal gesehen an der Brücke. Da ist sie schon 2 Gruppen gegangen, sie ist schon relativ alt und hat so eine von einem Gerichtsprozess erzählt. Aber das ist zu wenig, um jetzt so eine große Rolle zu imitieren. Und dann war es einfach Training gewesen. Und auch, halt, dass ich am Morgen, wenn ich am Set gekommen bin, einfach die Krücke in die Hand genommen habe und bis zum Schluss nicht mehr abgelegt habe. Weil jeder Gang, den man so zwischendurch und das WC zum Mittagessen macht, ist einfach, man merkt, wie anstrengend und mühsam das ist. Und wenn man aber die Krücke nicht weglegt, dann wird das so beiläufig und nebensächlich. Und das ist mir wichtig, dass man die dauernde, ständige Behinderung, dass die nicht so wichtig ist, sondern ja, dass man sie einfach, dass ich sie kann mitnehmen kann, ja, aber mit auf das Spiel konzentrieren. Und wieso sollte man den Film unbedingt schauen? Man sollte den Film unbedingt schauen, weil er ist, finde ich, sehr berührend. Philosophisch, politisch. Es ist eine ganz ungewöhnliche, unkonventionelle Liebesgeschichte zwischen 2 Aussenseitern. Er muss der König Walter Sturm und ihre Arbeitin. Und ich finde, vom Bild, Musik, Schnitt, Ton, Schauspiel, ich finde einfach wirklich, wir haben alle wirklich ziemlich tolle Arbeit gemacht. Das habe ich so noch nie können im Vorfeld so mit einer Überzeugung können sagen, ich finde ihn ganz toll und ich hoffe, dass viele Leute ins Kino gehen. Und die Kinos sind relativ safe wegen Corona. Dass man sich im Kino ansteckt, ist sehr, sehr, sehr gering. Also, man kann ihn genießen und kurz Grüße halten.